Wusch. Oh, wusch. Den Stucken. Oder bin ich? Ping! Oh. Natürlich knallst du erstmal gegen den Wand. Oh, ich bin abgestürzt. Ich bin traurig. Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Podé. Ich hoffe, da spricht man Podé. Oh, da bist du, Zombie. Ich bin fett. Hallo. Ich bin ein Stück Sonne und du bist ein Stück Stein. Guck mal, ich kam von da oben. Ein Koop-Spiel, das es auf der Switch gibt, in der wir Rätsel zusammen lösen oder einfach durch die Gegend laufen. Wir wissen es noch nicht genau. Aber ich will da oben auf die Spitze drauf. Ja, du willst wieder eine Sternschnuppe werden. Und mich hast du, glaube ich, aus der Wand abgebrochen einfach. Ach so, wir können beide nach da oben. Ja, auf geht's. Pudi. Pöd. Irgendwie, das spricht man bestimmt ganz merkwürdig aus. Pöd. Das ist so ein skandinavischer Name, oder was denkst du? Ich hab keine Ahnung. Aber ich freue mich drauf. Ich habe schon viel von dem Spiel nicht viel gesehen. Ich habe nur die Trailer eigentlich gesehen. Ja, ich habe eigentlich einen Trailer gesehen. Sind. Genau, den habe ich auch gesehen. Dann habe ich gehofft, es hat Online-Koop. Dann hat es das nicht. Dann haben wir unseren Parsec-Hack mit so einem Adapter durchgesetzt. Und jetzt kann ich mich schon bewegen? Nee, wir freuen uns nur. Nee, guck mal, Zombie, ich bin hier vorne. Oh, ich bin weiß! Ich glaube, du sagst mir gerade nochmal, dass du wieder eine Sternschnuppe sein willst. Ich glaube, ich bin ein bisschen dumm. Okay, woher kommt diese magische Tür auf der Wand? Das ist der Berg. Der hat gemerkt, oh, der will eine Sternstuppe werden. Komm, wir lassen ihn rein. Okay, ich find's gut, wie schnell deine kleinen Beine sich bewegen. Ja. Oh, das sieht nach Gameplay aus. Oh. Ich drücke noch nichts. Oh, jetzt. Oh. Hey, warte mal, du bist der Stein? Hä? Ich wollte doch die Sternschnuppe sein. Aber wir können wechseln. Okay, jetzt bin ich der Stein. Ja. Wie hast du gewechselt? Y stand doch gerade da auf dem Bildschirm. Oh ne, ich will der Stein sein. Okay. Ja. Wir können springen, wir können laufen. Komm her, Zombie, komm doch mit. Hier, komm mit. Ich bin Stein. Kann ich auf dich drauf? Oh ja! Okay, ich trag dich. Muss gar nicht selber spielen. Ja, das sind meine liebsten Spiele, bei denen ich gar nichts machen muss. Spiele, wo er von Zombie gecarried wird. Zack, drauf. Jedes Spiel. Ja. Was macht der Knopf jetzt? Springen. Oh. Du musst was drücken. Das ist gelb. Oh, du kannst Sonnenlicht machen, damit hier alles grün wächst. Okay, ja, und was bringt uns das? Auch Erde. Das ist Erde. Hier sieht schön aus. Ich verstrahle einfach, Zombie. Der hat gerade schon 3 Lebensjahre verloren. Oh, ich kann über den Boden. Guck mal, ich kann so runtergehen. Guck mal, ich kann mich ducken und dann so über den Boden rutschen. Meins macht auch so ein Schild, aber einen anderen irgendwie. Ach, der schützt uns vielleicht. Das sah aus wie so ein Schutzschild. Als würde ein Stein, der einen schützt. Ja. Das gibt's doch nirgends. Ja, doch in Pudis. Ich glaube, wir brauchen hier Pflanzen. Ja, hier brauchen wir jetzt was wachsen muss. Wachs, kleiner Baum. Oh, guck mal. Alter, ich kann mich selbst bewegen. Oder musst du was Stein. Machen? Stein. Oh, Gottes Willen. Ich mach steinig und du machst baumig. Ich mach Sonnensachen. Da, guck, ich kann diese kleinen blauen Dinger hier wachsen lassen. Du kannst Kristalle wachsen lassen und ich kann... Das Moos da unten. Oh, das sieht einfach nur hübscher aus. So. Okay, machen wir fertig und dann gehen wir weiter. Ich meine, dafür, dass wir hier durch dürfen, müssen wir es ja hübsch machen. Ja eben, irgendeine Form der Bezahlung müssen wir dem Berg ja geben, wenn er uns schon durchlässt. Okay, wird das noch anspruchsvoller? Da, ja, guck mal. Guck mal, das ist eine Zeichnung, du kannst auf mir stehen. Ach so, kannst du auch auf mir stehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Hä? Ja, warte. Oh! Doch. Und ich kann von deinem Kopf... Guck mal, ich glaube, du passt hier unten rein zu mir, das hat deine Form. Ah, okay, warte. Es ist ein Tutorial, wie du hochkommst. Du musst über mich hüpfen. Und dann gehst du durch dein Loch. Hallo. Hallo, und jetzt? Und dann drücke ich den Knopf da. Drück. Ah, und dann drückst du noch einen Knopf und dann immer weiter. Ja. Oh, Zombie, bitte. Aha. Bitte, Zombie. Aha. Bitte. Aha. Ah, ich hab's geschafft. Okay. Gummimut. Guck mal, jetzt kann ich hier... einen Baum wachsen lassen und dann können wir drüber klettern. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt runter bin. Warte, da. Ich merke... Ich glaube, ich muss da oben strahlen. Ach so. Kannst du mich da hoch? Ja, sollte auch gehen. Und dann... Du hast einen Slowfall, wenn du deine Schultertaste aktiv hast, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja, du fällst langsamer. Oh, ich bin ein Zauberer. Ich bin leider nur ein Stein. Ui. Dafür kannst du bestimmt Tasten drücken oder so, wenn du irgendwo runterspringst und ich nicht. Tasten wollte ich schon immer gedrückt haben. Okay, du machst wieder dein cooles Pflanzenzeug und ich mach Stein. Oh, Zombie. Ist auch ganz cool, was du da machst. Kannst du mir hier reinhelfen? Ah, oh, gut gemacht. Ah, und dann kannst du mich hier wieder hoch befördern.
Ja, irgendwie bringt mir mein Pflanzending hier aber gerade überhaupt nichts. Ui. Oh, knapp. Ja, jetzt kannst du über dein Pflanzenzeug bestimmt da hochklettern. Nö, die Pflanzen hassen mich. Oh, meine Uhr klingelt. Oh, Brezel-Time. Ja, dann hole ich die kurz, ja, bevor ich verbrenne. Du kannst dir mal kurz überlegen. Und du kannst ja auch switchen jederzeit, also kannst du beide spielen. Sag mal, ich konnte nichts alleine machen. Warum denn? Weil wenn ich switche, hörst du auf, den Knopf zu drücken. ich habe nur eine Idee. Ich habe nicht viel nachgedacht. Komm mal runter. Vielleicht kann ich bei diesem Sonnending irgendwas ultra krasses machen. Guck mal. Sonne. Ja, guck. Oh, du hast mir eine Plattform gemacht. Ja. Das hat dir echt was gebracht. Ich bin da. Ich Ach, jetzt musst du auf mich drauf. Drücken. Jojo. Ja. Ab durch die Tür, Sonne. Komm mit zu mir. Auf geht's. Oh, kennen wir jetzt einen Baum? Lernen wir jetzt einen Baum kennen? Unsere Hände haben sich berührt. Das ist mal peinlich. Geh weg. Tschüss. Warum waren meine Hände so eklig? Ja, hast du nicht gesehen? Die haben direkt so geleuchtet, als ich die berührt habe. Das stimmt irgendwas. Vor Freude. Links. Oh. Achso, warte. Ich kann. Oh, ich. Komm halt. Mit zusammen, ey. Wir können Händchen halten. Ja, aber. Hier. Ja, hä? Doch. Wir haben's. Und jetzt Fähigkeit weiter aktivieren. Oder wie? Hä? Nee, nur du. Ich. Dann wirst du zum Stein. Warum werde ich dann zum Stein? Also ziehst du mich. Ich zieh dich einfach mit, komm mit zum Weg. Keine Angst. Okay. Da vorne sind die Netten. Ich berühre dich nicht mal. Ja, das passt schon. Du ziehst mich damit durch. Da vorne und wir machen ist der, unser Steine. Gastgeber. Der hat lecker Essen vorbereitet. Der Herr Baum. Was ja. ist ein Stein? Andere ja, Steinsuppe. Oh, lecker. Der Baum ist Steinsuppe. Ach so. Steinsonnensuppe ist uns beide. Okay. Oh, hier kann ich bestimmt ultra viel wachsen lassen. So, wir gucken mal an, was ich kann. Oh, warum steht da oben Minus? Ach, muss ich Minus drücken? Hä? Was? Das ist ein Schnellreisesystem. Ah, und das kann ich per Minus benutzen. Aber wir können gerade noch nirgends hin. Okay, kann ich jetzt hier wachsen? Zombie! Oh, Kopfball. Oh, und da drüben. Und dann drücke ich den Knopf. Und dann können wir die... Hallo? Ui! Ich schwebe... Ja, ich hab's geschafft. Gehen wir da zuerst lang? Wir können noch links. Okay, wollen wir uns die Symbole angucken, was uns am besten gefällt? Ja, schalten wir erstmal alles frei. Moraru! Was? Hä? Was mach ich da? Kann ich dich essen? Was? Oh, lecker. Was? Kann ich auch irgendwas... Das ist ja ultra lustig. Warte, iss mich mal und behalt mich. Ja, können wir jetzt beide leuchten? Mach dein Schild auch an? Ich kann nicht mehr lenken, du lenkst mich eigentlich komplett. Hä? Okay, dann muss ich raus. Also wir können irgendwie beide gleichzeitig lenken, so. Ja komm, machen wir das hier einfach. Okay, links, dann rechts und dann können wir die da oben machen oder so. Ja. Oh, das ist bestimmt eine Platte. Ja, aber wir können von da oben. Ach, den Stein kannst du damit bestimmt transportieren. Warte, ich geh mal da drauf und du aktivierst den Knopf. Okay, ich geh mal. Ach, ich bin nicht schwer genug. Warum kann ich nicht sowas Cooles? Ich hoffe, ich kriege auch noch sowas. Und jetzt? Oh, das war schon das Rätsel. Halt. So, und da rechts auch noch. Warte, da kommt was. Was ist das? Ein Secret? Alter, was machst du denn hier? Ich lass alles wachsen. Ich du bin ja voll die crazy Sonne. Part hier drin. Okay. Wo ist das Licht hingeflogen, was da rauskam? In uns rein. Und dann haben wir unten einen von 54 Punkten bekommen. Ah, okay. 54? Oh Gott. Ja, wahrscheinlich haben wir schon ein paar verpasst. Ich lasse einfach wachsen. Ui, ui. Oh, guck mal, hier ist ein Tutorial. Du kannst irgendwie den Boden zerstampfen oder sowas. Warte, ich muss die Kristalle wachsen lassen. Ah. Und dann ist da so eine Pflanze, die ich aktivieren kann. Und dann haben wir die Tür geöffnet. Okay. Und wo ist die Knospe? Da ist sie. Such die jetzt in jedem Level, Mauder. Ach so, ich lasse die wachsen. Ja, ich weiß es. Ich kenne dich doch. Ich muss die wachsen lassen und dann kannst du sie erst aufknacken. Ja? Oder Kemper? Keine Ahnung. Komm mit zum Weg. Ich habe sie davor irgendwie wachsen lassen. Ich würde gerne rollen können.
noch ein Stein. Ja, du bist eckig. Ich kann vielleicht rollen. Ja. Meine geheime Fähigkeit. Was steht da? Da steht, du stellst dich auf Pflanzen drauf oder sowas. Auf jeden Fall. Ah, nee, ich kann die hier wachsen lassen. Ah. Und dann kannst du die nochmal wachsen lassen. Und dann? Sieht schön aus. Oder ja. Will direkt wieder nur Gewinn machen. Ja, ich will Loot. Zack. Da ist noch einer. Und los. Zack. Oh, und hier kann ich auch irgendwas wachsen lassen. Such mir hier die Knospe, Maudado. Geh nicht weiter ohne die Knospe. Kann ich das drücken? Ja, du musst halt erst wieder hier drauf. Da brauchen wir wieder einen Stein oder so. So. Hier ist noch irgendwas, was du wachsen lassen kannst, Sunbay. Wird schneller werden. Oh, ich kann einen Strahl zu dir machen. Ja, das ist festhalten. Ach, da ist der Stein. Gut gemacht. Oh, wir fahren bestimmt hoch. Sunbay. Hör auf! Böser, böser Klotzi. Du musst hier alleine sein. Ah, da oben geht's noch weiter. Ja, du musst einen Stein mitnehmen, glaube ich. So, und da drauf. Und der zweite Stein, hier rechts. Ja, warte. Hier sind Kristalle, die wachsen müssen. Hier, komm her. Hier, keine Steine, jo. Und, gut gemacht, Zombie. So. Und dann macht Zombie-Magie. Toll, schon einen Punkt verpasst, weißt du? Ja, also wir haben da echt alles aktiviert. Vielleicht gibt's hier neben Raum einen Punkt. Hui, kleiner Baum, wachse. Guck mal, das hat so eine Sonnenknospe da drin. So eine richtig fette. Ja, ich aktiviere die. Oh, guck mal. Ah, die war sogar wichtig, die Blume. Guck mal, du kannst hoch und dann auf mich hoch, du hochspringen, zum Beispiel. Hochspringen. Ja. Ich aktiviere hier gerade alles. Oh, ich hab's gefunden. Okay, gut. Okay, jetzt komm ich. Geh auf mich drauf. Und dann hüpfe ich und dann hüpfst du. Genau. Ui. Und dann aktivierst du das unten rechts. Und rechts? Ja, yeah, rechts sind ein paar Blumen und unten rechts ist irgendwie sowas Größeres nochmal gewesen. Eine Knospe in diesem Feld, genau. Wir müssen die Blume wachsen lassen. Stell dich mal drauf und mach Sonne. Ich habe da schon ganz viel Sonne gemacht. Ach so! Ja, ja, ich merk schon. Ich habe genügend Sonne gemacht, ja? Meine Sonnenskills waren ausreichend. Hier. Ja. Oh, da musst du mir hochhelfen, glaube ich. Ja. Nee, du musst drauf. Du drückst es wahrscheinlich runter durch dein Gewicht. Ja, ich bin Steini. Steini drück. Steini drück. Und jetzt iss mich, iss mich. Nein! Hilfe! Ach du. Ja. Ich kann dir auch spucken. Oh, guck mal, hier ist so ein Jump'n'Run nach da links drüben. Ja, das hätte ich wahrscheinlich. Was wahrscheinlich nur funktioniert. Okay. Nein, perfekt. Zombie! Können wir es noch machen? Ja, genau. Ah. Oh, guck mal, können wir auch wachsen. Let's go! Ui. Ui. Ah, die eine Knospe da unten ist noch nicht an. Hä? Komm, die habe ich eigentlich oben angemacht. Also sieht noch aus, als würde die Licht wollen. Also ich weiß nicht, was sie will, aber. Ah, da ist der Punkt! Gut gemacht. Bis Maudado. Aber haben wir es geschafft. Der Berg muss uns so dankbar sein. Ja, wirklich. Ja, aber dann stellen wir so eine hohe Rechnung für die Arbeit hier. Vor allem die Sache ist, irgendwie. Oh, du musst den Knopf nochmal drücken, damit es hochfährt. Oder? Ja. Oh, du kannst es stufenweise. Du hättest in der mittleren Stufe. Ja, so. Nein, Zombie. Du stürzt doch die Stufe runter. Was machen die ganzen Knöpfe hier? Was macht der hier? Ah, der macht es wieder Stufendingsens. So. Kommen wir da hoch? Ja. Ja. Ui. Wie kannst du damit leben, dass die Erde da unten so braun ist? Die war schon davor braun. Ja, aber dafür sind wir doch hier. Nee, okay, ich bin da, nicht. Um eine Sternschnuppe zu werden. Egoistische Sternschnuppe, ich sehe schon. Guck mal, okay, wenn du unbedingt willst, hier mache ich. Weil da Siehst du? Deswegen mache ich das nicht. Ich werde immer enttäuscht. Wird aber immer noch grüner, oder? Nee, oder bilde ich mir das ein? Ja, der Boden wird jetzt so langsam immer grüner. Ja, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Ja, guck, es wird jetzt auch grün, obwohl ich nicht mehr leuchte. Perfekt. Wo bleibst du? Im nächsten Raum machen wir alles grün, okay? Und. Ach, Gott, jetzt! Ach, weil wir gehen! Goodbye, Raum! Hier mache ich alles grün, Zombie, okay? Ja. Das wird irgendwie von alleine schon. Guck mal! Ich bring's zum Leuchten! Oh, jetzt ist in der Mitte ein Knopf.
Nee. Oh. Aha. Ja. Ist ein Rätsel. Hier, fünf. Kann ich da mitmachen oder bin ich wieder ausgeschlossen? Ich bin wieder ausgeschlossen. Eins, zwei, drei, vier. Ich überlege gerade. Es muss irgendwas mit dem an der Wand zu tun haben oder das, was oben drauf ist. Ich nehme mal an, das, was oben drauf ist. Guck mal. Der da muss zwei hoch, der da drei, der hier drei. Hey. Warte, was sagt ihr, dass das wie hoch sein muss? Also, es gibt gerade zwei Sachen. Wir haben das Gemälde an der Wand und das, was oben drauf ist. Oben drauf sind ja solche komischen Dinger. Mhm. Ansonsten sehe ich keine Hinweise. Kannst du mit deinem Licht vielleicht irgendwas hier aufklären? Nee, ich hab doch schon die Wand gemacht. Weißt du, ich kann die Knöpfe ja auch nicht drücken. Jetzt musst du denken. Nee, mir fällt nichts ein. Warte. Warte, ich passe noch eins höher. Einfach, ja, genau. Oh, doch. Noch. Oh. Ah, da ist die Lösung. Als ob. Einfach genial. Oh, das war schon das Richtige. Wir müssen einfach nur springen, spammen. Eins, zwei, drei. Der macht den zweiten am letzten, dann sehen wir, wo was ist. Warte, das musst du auf Stufe 3. Okay, und den mache ich schon mal ganz raus. Okay. Genau, ja. Perfekt. Der muss auf 1. Und der ganz linke muss noch auf... Nee. Hä? Ja, doch. Auf 4. Ups. Eins, zwei, drei, vier. Oh, Knopf hat sich gedreht. Und... Oh. Hä? Oh, da bin ich gefragt. Eine Pflanze. Nee, wir tanzen einfach nur. Wir haben es schon geschafft. Okay. Geh langsam, ey. Hilfe. Warum muss ich das in meinem Mund tragen? Wie soll ich es tragen? Da verbrennt es doch. Oder wächst bestimmt. Oh. Jetzt kannst du es wachsen lassen. Hä? Ah. Wachse, geil. Kleines Bäumchen, wachse. Wachse. Oh, ich glaube, wir müssen jetzt mehr Zeug holen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht's weiter. Schaut bei Zombie vorbei. Links die Pflanzen, lass sie wachsen. Pflanzen. Unsymmetrisch. Zombie kriegt einen Anfall. Oh. Ja, noch mehr. Tschüss. Tschüss.